vom UNEZ eben leicht gemacht. So lautet der Titel meines Vortrags auf dem FIBO Power Symposium am 7.4. auf der FIBO Messe in Köln. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum nehmen die einen Menschen an dieser Stelle zu, warum nehmen die Menschen an der anderen Stelle zu, warum nehmen sie eher da ab oder da ab, oder wie kann man die Gewichtsreduktion effektiver gestalten oder auch den Muskelaufbau effektiver gestalten. Sicherlich gilt das erste Gesetz der Thermodynamik für alle: isst du mehr als du verbrauchst, nimmst du zu, isst du weniger, nimmst du ab, das ist ganz klar. Aber es gibt bestimmt noch Wege, wie man effektiver daran kommt, beziehungsweise effektiver vorgehen kann. Und da habe ich mir sehr, sehr viele Vorträge angehört zum Thema Biomodulation, dann gibt es noch Biosignatur, die Y-Faltmethode, die Endobalance-Methode, alles habe ich mir angehört. Ich habe sehr viel mitgenommen, auch dass es nicht nur Kalorien, nicht nur Training und nicht nur Schlaf gibt, sondern auch Hormone. Und Hormone sind stärker als Muskeln. Und wenn die nicht funktionieren, wenn die Hormone nicht im Balance sind, dann klappt es auch nicht so gut mit der Gewichtsreduktion oder mit dem Muskelaufbau. Das werden Themen sein bei mir auf dem FIBO Power Symposium. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, schöne Zeit. Andreas Scholz.